Sie haben eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung erhalten. Heute zeige ich Ihnen, worauf unbedingt geachtet werden muss. Mein Name ist Sebastian Günnewig, ich bin Rechtsanwalt und leite die E-Commerce-Kanzlei. Heute zeige ich Ihnen, was Sie, wenn Sie als eBay- oder Amazon-Händler eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung erhalten haben, beachten müssen. Als erstes müssen Sie unbedingt die Ihnen gesetzten Fristen einhalten. Ist die Abmahnung nämlich berechtigt, so kann mit Verstreichen der Frist der Gegner eine einstweilige Verfügung beantragen oder sogar das Hauptsacheverfahren in die Wege leiten. Durch solche Maßnahmen entstehen erhebliche Mehrkosten für Sie, die im Zweifel auch von Ihnen zu tragen sind. Als zweites sollten Sie aber zunächst prüfen, ist die Abmahnung überhaupt berechtigt und hat der Abmahner Ihnen gegenüber eine Abmahnberechtigung? Ist er also beispielsweise Mitbewerber? In einem dritten Schritt muss geprüft werden, ob die Ansprüche, so wie sie geltend gemacht werden, dem Grunde nach bestehen. Also haben Sie tatsächlich einen solchen Fehler, der Ihnen vorgeworfen hat, begangen. Trifft Letzteres zu? Ist also die Abmahnung berechtigt und Sie haben einen solchen Fehler begangen, so sollte im Regelfall eine Unterlassungserklärung abgegeben werden, um hier ein streitiges gerichtliches Verfahren zu vermeiden. Aber hier ist genau der vierte Punkt, der beachtet werden muss. Nämlich, es sollte keinesfalls die im Regelfall deutlich zu weit formulierte, beigefügte Unterlassungserklärung ungeprüft abgegeben werden. Im Regelfall bieten sich hier deutliche Möglichkeiten, diese Unterlassungserklärung zu Ihren Gunsten zu modifizieren und einzuschränken. Man spricht in diesem Zuge dann auch von einer modifizierten Unterlassungserklärung. Bestehen also die Ansprüche der Gegenseite, so sollte an dieser Stelle eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben werden. Und zuletzt, also als fünftes, muss bei bestehender Berechtigung der Abmahnung tatsächlich geprüft werden, stimmen denn die geltend gemachten Abmahnkosten mit dem, was der Anspruchsteller tatsächlich für Ansprüche gegen Sie geltend machen kann, überein? Wie verhält es sich also mit der Höhe der Rechtsanwaltsgebühren, die die Gegenseite gegen Sie fordert? Hier bestehen im Regelfall auch gute Möglichkeiten, die gegen Sie erhobene Gebühr zu senken. Haben Sie eine solche Abmahnung erhalten? So wenden Sie sich gerne an unser Team. Wir prüfen Ihren Fall und geben Ihnen unverbindlich und kostenfrei eine Ersteinschätzung. Wenden Sie sich hierzu gerne an die nachfolgenden Kontaktdaten per E-Mail, telefonisch oder auch über unser Kontaktformular auf unserer Website. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass unsere Informationen Ihnen weiterhelfen.